herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher Wild Hunt. Mittlerweile die dritte Folge, wo wir in dieser Höhle sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ja. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ganz ehrlich, ja, glaube ich sogar auch. Niemals. Sollen wir wieder ein paar Pilze sammeln? Er erwartet uns. Ah, scheiße. Und unsere Rüstung ist am Arsch. Klöder dir nochmal Fleisch rein. Das gibt gut Energie. Oh Mann, ich habe keine Lust. Sollen wir da runter? Sollen wir über? Oh nee, das hat... Nee, oder? Hat ihn das tatsächlich Energie abgezogen? War es zu hoch? Hi. Ich bin's, Geralt. Und Kera ist auch dabei. Wir wollten nur mal Hallo sagen und fragen, ob du vielleicht... Du bist stur, Deine. Genau. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Mal sehen, wie lange es gehalten. Ich muss erstmal kurz. Geralt. Oh, Geralt, wieso hast du eine falsche Dings eingedingsert? Gwen war doch mein Schutzschild, oder? Das wirst du bereuen. Geralt! Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig. Konzentrier dich. Wir konzentrieren uns. Jetzt hat er noch Hunde dazu geholt. Die muss wahrscheinlich erst weg. Sehen wir noch eine. Ja, die kann man lieber mit kleinen Schlägen. Mist! Mist! Verdammte Axt! Am Arsch, der hat wieder volle Energie. Aha. Basta. Weiß nicht schon wieder, ey, komm. Das ist noch eine Spalte. Ey, das ist jetzt fies, ganz ehrlich. Da drin ist es auch nicht so schön. Jetzt hoffe ich, hat er nicht gleich wieder. Komm schon. Falsche Richtung. Geralt. Hat sie wieder. Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Ganz ehrlich, unnötigerweise ist ja auf jeden Fall falsch. Immerhin steuere ich dich, Geralt. Bei einem anderen Spieler wäre das vielleicht gegangen. Bei mir ist es schwer. Können wir hier noch was abstauben? Für so einen Kampf möchte ich wenigstens eine Olive haben. Danke. Und Zwergenschnaps. Oh, das ist doch dieser Schnaps, wo die Olive reinkommt, ne? Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf.
Versuche, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Das weiß nur Ciri. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleichgemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Das stimmt natürlich. Der Elf hat Ciri vor irgendwelchen Hexen gewarnt. Und ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Das fragen wir zuerst. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Der Elf hat Ciri von irgendwelchen Hexen gewarnt. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du hast sie bisher nicht erwähnt. Warum nicht? Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Ach so. Sie wollte also unbedingt durch die Höhle und deswegen hat sie uns engagiert, weil sie es nicht ohne uns geschafft hätte. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Wo finde ich diese Hexen? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Herrinnen des Waldes. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Da müssen wir das Buch mal lesen, wa? Ausgang suchen ist nicht schwer, ich hatte eben schon... Warum sind wir überhaupt hergekommen? Nur so. Ich hatte eine Schwalbe gesehen, guck mal da. Aber ich möchte natürlich... Ich möchte natürlich erstmal alles einsetzen hier. Ah, was ist das denn? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Und hier ist das Gleiche. Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Kräuterkundler. Das ältere Blut. Kräuterkundler. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Okay. Ist das hier eine Destille? Kann man damit Whisky machen? Nee, da müsste ein Dings drin sein, ne? Schade. Ich hätte irgendwie Lust auf ein Whisky. Die Bärenlegenden oder was stand da? Pilze, hier ist Ugnorwort. Zwergenschnaps und Dimitriumerz und was wir untersuchen können. Nach der weißen Kälte.
Such mit Hilfe deiner Hexersinne nach Informationen über Ciri. Ganz ehrlich, jetzt haben wir ja schon fast alles durchgeguckt, außer das Portal und hier das Regal. Angewandte Magie, eine Einführung. Okay. Denn das Portal jetzt? Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Ah, genau das. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Sicher. Danke. Wenn du in der Luft einen Flimmer bemerkst, gehe darauf zu und drücke in der Nähe E, um die Illusion aufzulösen. Okay. Geiles Ding. Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Und ich habe an dich gedacht, Gera. Zwei Wege. Wollen wir uns trennen? Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Komm, machen wir. Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan. Hier finden wir bestimmt etwas. Der frische Luftzug von links, hat sie doch gesagt. Also müsste da der Ausgang sein und da nicht. Also, sie will aber hier lang. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Hier sind aber keine Gargoyles, oder? Kannst du das irgendwie spüren oder so? Ist das auch wieder so eine Projektion? Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Also ganz ehrlich, ich bin zu dämlich für solche Sachen. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Komm, vier Leute, hier stehen vier Figuren. Der hier hat einen Hund dabei. Irgendwas vom Tier hatten die auch gesagt. Der hier hat die Hand so komisch, als wenn er eine Laterne tragen würde. Das hier ist ein Musikinstrument bestimmt. Und der hat auch ein Musikinstrument und ein Hund. Und vorne sind immer Schüsseln, die wir anzünden können. Okay, Kaira, kannst du nochmal wiederholen? Vielleicht. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Der zweite spielte auch er.
Der erste wagte es nicht. Brennt wie Zunder. Als erstes zu gehen. Der zweite blieb stets bei seinem treuen Tier. Ist aus. Fuck. Okay, war alles falsch. Irgendwas haben wir wohl falsch gemacht. Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der Erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der Zweite, neben dem Ersten, spielte eine triste Klage. Der Dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der Vierte ging nicht neben dem Ersten. Doch wie der Zweite spielte auch er. Und so wachten sie über... Warte! Gerade ist was passiert. Bewegung. Hinter der Wand da. Dann der hier. Und dann ist der. Ich dachte, der Zweite spielt. Es hat funktioniert. Alles klar. Ich sag ja, ich bin zu dämlich. Die meisten hätten es wahrscheinlich jetzt gleich sofort kapiert. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Da keine Inschrift. Überall diese Schwalbe. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Greganan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum Aziri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Nein, warte, lass mich noch. Danke. Hier ist doch noch eine Kiste. Das sind noch Stiefel für mich. Das war's. Notizen eines Wissenden. Sonst noch was? Ich liebe Notizen. Ist dahinter noch was? Schade. Geralt. Hast du dich verlaufen? Manchmal wünsche ich mir eine Taschenlampe oder so einen Röntgenblick oder was weiß ich. Hier sind auch wieder Viecher. Magie. Ein Ort der Macht. Oh nein, ist das wieder. Das war Gulam, oder? Und noch Fertigkeitenpunkt, das ist super. Vielleicht sollten wir das jetzt mal einsetzen. Sollen wir jetzt da runter und den Gulam platt machen? So, ich wollte mal gucken, ob wir hier vielleicht allgemein was machen können. Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Überlebensinstinkt erhöht die maximale Vitalität. Ah, das ist ja super. Das nehmen wir auf. Das müssen wir auch wieder ein... Ah, geil, wir können ein neues einsetzen. Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall, oder? Wir können 2 Punkte ausgeben. Und das setzen wir hier mal ein. Geil. Wir sind Stufe 6. Techniken der Katzenschule. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden kritischer Treffer um 25% und den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Jeder Teil mittelschwerer Rüstung erhöht die... Ah, wir wissen was, ich weiß gar nicht. Das hier ist bei schwerer Rüstung. Armbrustbolzen bewirken 25% mehr Schaden, in der aktuellen Ausdauer zu niedrig. Ach so, ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig. Können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkte gewirkt werden. Erhöht die Adrenalinausschüttung um 5%. Das Wirken von Zeichen setzt Adrenalin frei. Adrenalinpunkte können erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Erhöht den maximal eigene Vergiftung um 30 Punkte. Ja, ich finde das mit der Rüstung natürlich auch echt gut noch, aber ich weiß nicht, wir haben ja garantiert noch leichte Rüstung. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich werde hier den schweren Angriff nochmal ein Stück hoch machen. Starker Angriff. Nochmal einen mehr.
Und dann... Alles klar. Dann denke ich mal, sollten wir die Folge hier beenden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bei dem nächsten Teil hier in der Höhle. Alles klar, ich bin raus. Ciao.